Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Starfield. Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Inventar auseinandergesetzt. Ich habe mal ein paar Sachen ausgelöst, die ein bisschen mehr Wumms haben. Und ich habe jetzt rausgefunden, wenn man die Hotkeys nutzt. Ich kann jetzt durchschalten, so wie es braucht. Und wir haben Granaten. Ja, und ich habe jetzt auch gesehen, wo man die Schuss sieht. Das ist mir vorher irgendwie nicht ins Auge reingegangen. Ich zeige euch das mal ganz kurz bei Waffen. Da rechts oben, da steht jeweils Schuss. Ich habe das irgendwie nicht realisiert, dass es da oben ist. Ja, dann kann man hier sagen, B-Favorit und dann drückt man halt die Taste, wo es dann hingehen soll. Ja, so viel dazu. So, Dalle, wir wollten ja jemanden finden. Das machen wir jetzt. Ah, shit, ich habe jetzt einsteigen gesagt. Naja, Cockpit ist ja nicht weit weg. Einmal rein hier. Okay, abdocken bitte. Neues. Also, Karte. Wo müssen wir hin? Einmal hier bitte. Wir gehen einmal raus. Wir müssen zu Neptun. Jupiter. Irgendwie würde ich mir schon gerne die Erde anschauen, ne? Wisst ihr was? Kurs festlegen. Ich würde es eigentlich mal gerne sehen. Reisen. Oh! Jo, wo die Überreste der ISS oder Nachfolger von ISS? Gerne mal scannen, bitte. Alles klar. Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus hier. Rentiert sich das, da irgendwo zu landen? Ich würde mal sagen. Da, landen wir mal. Ich will einfach wissen, wie es aussieht. Okay, das ist ziemlich wüstig hier. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir es gesehen. Geh mal wieder. Ich dachte, ich sehe vielleicht Ruinen oder sowas. Okay, tschüss, Kowski. Sind halt jedes Mal so geile Aufnahmen für den Thumbnail. So, also, Erde nicht so. Das ist sogar markiert. Nice. Wir müssen dahin. Kurs festlegen und einmal dahin bitte. Alles klar. Wir brauchen einmal das da. Scannen. Den Anfang. Ja, okay. Mission L. Mr. Bankard Marv in den Besitz eines Artefakts bringen könnte. Zuletzt wurde auf der Patrouille ins Solsystem gesehen. Analysiert. Ja, wer wohl näher ich dem Schiff. So. Moment. Halt, siehst du das? Da draußen treibt ein Schiff. Keine Zeit für Sightseeing. Das könnte unser Vanguard sein. Naja, hoffentlich lebt er noch. Beziehungsweise. Was nicht. Die Waffen des Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst. Wenn wir das Schiff wegballern, ist der Tod und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen
Ja, toll. Gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Ja, Ah, shit. Ich hasse so Weltraumschlachten. Wo ist das scheiß Teil? Ich hasse es. Wo ist es? Fuck. Wo ist es? Ah, ich hasse es, ich hasse es. Ja. Drücke O oder 0? Okay. Moment, nein. Geh weg da. Scheiße. Wo ist das Ding? Schilde offen. Ich hasse es. Alter. Okay, die Hülle ist schon mal wieder aktiv. Fuck, bleib da. Komm, 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 komm. Nein. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, 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 komm. Aber ich glaube, ich mache das jetzt komplett kaputt. Wo ist es? Da. Meister, für dich können betreten werden, sobald der Schiffsantrieb deaktiviert ist. Du musst nahe an das Schiff heranfliegen, um andocken. Sobald du an Bord bist, solltest du das Gegenwert auf deinen Crew einstellen. Oh, yes. Los, reiten wir den Vanguard. Okay. Das wird jetzt spaßig. Ich würde sagen, einsteigen und wir holen gleich mal die dicke Wumme raus. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Hm? Nein. Dicke Wumme. Yes, okay. Wenn das, was sie geraucht hat, sieht sie überraschend gut aus. Okay, da sind die Sachen kaputt. Alles klar. Okay. Frontier. Nice. Nice. Geil. Also Schrotflinte, die zwirbelt. Weg. Alter, was? Dankeschön. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Oh, geil. Okay, ich sehe so ein bisschen mit. Ja. Kaputt aus. Also, geh mal rein. Oh,
Und wir könnten das jetzt einfach Kälte hat noch übernehmen. Geschadet, oder? Moin! Bin ich vor euch zu sehen, wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werde ich als Erfolg. Wir Constellation, dem Entdecker, wir müssen reden, ein feindliches Schiff entern und Leben retten. Großartig, noch mehr Gewalt. Dafür keiner mehr Respekt vorm All. ja. Was? Euch gibt's noch? Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten. Von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das ist? Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Nö, ganz doof. Ich stelle in einer gesamten Wissenschaft auf und dann gibst du mir das einfach. Du warst lange auf Patrouille, die Leute machen sich schon Sorgen. Ja. Hey, sorry. Ich wusste einfach nicht, was es ist. Aber dafür seid ihr ja da, oder? Hier. Ich tausche gern so einen Klumpen gegen eine Lebensrettung. Ja, dankeschön. Okay, einfach. Ich meine, es ist ja noch nicht mal besonders schön. Und dann macht er sich dahin. Naja, okay. Immerhin. Du kommst klar? Ja, Danke nochmal für die Rettung. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Ja, vermutlich drauf, Gabin. Ja, dann, war ein kurzes Abenteuer, aber eigentlich ganz cool, das mit den Kapern. Da braucht man eigentlich eh nix. Stehen möchte auch nix. Resistenz. Nehmen wir mit, das ist okay, oder? Nur irgendwas Spezielles? Nee. Forschungslabor, nö. Ja, gut. Ciao! Sehr gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, wo wir hergekommen sind. Einmal die Karte, bitte. Raus, raus, raus. Nach da. Dankeschön. Ah, ich muss den erst hochfahren, stimmt. Das passt schon. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Fast, das werden wir auch gerade machen. Irgendwie in der ersten Ansicht wäre es irgendwie cool, wenn wir da so eine Schnellansicht hätten. Ich wollte gerade sagen, direkt landen, wenn man diesen Sprung gemacht hat. Das wäre eine feine Sache. Oh! Praktisch. Muss man nicht hinlaufen. Ich stehe zu Dienst. Ehrlich? Captain. Mal sehen. Wir haben es. Nur zu. Du darfst. Es passt. Kurzer Energieanstieg, aber alles wieder stabil. Zeigt sich irgendwas Neues? Nein, genau wie vorher. Ein riesiger Ausschlag. Wenn das Artefakt hinzugefügt wird, dann harmonisiert es sich. Als würde es auf die anderen warten. Das ist Spekulation, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Willkommen bei der Constellation. Als vollwertiges Mitglied. Ja, danke, ich hatte schon... ne, die Frage stelle ich mir nicht.
Ja, Champagner. Tja, wenn du mal eine Reliktflasche von der Erde findest, teilen wir sie gern mit dir. Ach ja, was sagst du dazu, wenn wir weiter zusammenfliegen? Ich bleibe sicher nicht hinter meinem Schreibtisch sitzen. Diese Artefakte sind ein neues Kapitel für die Constellation und ich werde dabei sein. Und ich will auch dich dabei haben. Du lieferst Ergebnisse. Ich brauche jemanden wie dich als Rückendeckung. Ja, ich meine, okay. Freie Unterstützung, wir ne? Wir haben noch ein paar Hinweise, die wir besprechen sollten. Zum Bleistift? Gibt es da eine Expedition, die Sam Coe zusammengestellt hat. Sie geht in den Freestar Collective Raum, den kennt er in- und auswendig. Dann gibt's da noch das Auge, unsere Station im Orbit. Wird Zeit, dass du Wladimir kennenlernst. Er stöbert fleißig nach weiteren Anomalien. Und zu guter Letzt? Noelle, haben wir schon was von Barrett gehört? Ein Kurier von Argos Extractors war da, um uns zu sagen, dass sie die Zelte auf Vectera abbrechen. Aber sonst nichts. Nein, kein Wort. Das ist nicht gut. Wir sollten persönlich nach Barrett sehen. Okay. Wer ist im Kurm? Was ist das für eine Expedition? Was kannst du mir über Barrett sagen? Was ist das Auge? Wer ist Wladimir? Also, womit soll ich anfangen? Option. Ich glaube, ich würde gerne das mit dem Auge machen. Wir betreiben eine Sternenstation im Orbit über uns, von der aus wir das Weltall scannen. Wladimir leitet die Station. Ein genialer Astronom. Jahrelange praktische Erfahrung. Gut. Barrett? Er ist mit seinen Gedanken immer irgendwo. Aber er hat echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Klingt irgendwie nach mir. Schade, dass er nicht gesehen hat, wie sich die Artefakte zusammenfügen. Aber wenn er es mal sieht, lässt ihn die Begeisterung sicher vergessen, dass er alles verpasst hat. Gut, dann machen wir das hier. Oh, stimmt. Er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Aber jetzt müsste er zurück sein. Er soll sich dir selber vorstellen. Wenn ich ihm die Show stehle, muss ich mir das ewig anhören. Ja, gut. Darf ich dir was besinnen, wie es bezeugt, dass sich unsere Wege trennen? Woher wusste ich, dass es Vectera ein Artefakt gibt? Ja, gut, passt. Dann mal tschüss. Moin. Also du meinst, der ist jetzt... Kommt Barrett zurück. Ach, da hinten ist er. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten. Ich freue mich total, ihn kennenzulernen. Die Constellation hatte schon ewig niemand Neuen mehr. Wie er wohl ist. Übertreib's nur bitte nicht. Was gibt das denn für ein Bild ab, wenn ein Kind die Leute verhört? Ich beschränke mich. Du bist wohl der neueste arme Tropf, der in unsere kaputte kleine Familie gezerrt wird. Ich muss im Kurs in der Freestyle Collective vergessen. Da fühle ich mich ja gleich so willkommen, dass ich nie mehr weg bin. ja, auf jeden Fall. War nur ein freundlicher Scherz. Bei so einer kleinen Gruppe erfährt man mehr über die anderen, als einem lieb ist. Wie in einer Familie eben. Mehr als einem lieb ist. Hallo, es sind Kinder anwesend. Cora Co. übrigens. Hi, hi. Ich finde, dass jemand Junge sich so nichts für Junge, aber ich finde es nicht gut, das in Kindergefahr zu bringen. Ist nicht was klein, um das L zu. Ja. Fürs All gibt's kein Mindestgröße-Schild, oder? Bei ihr gilt klein, aber oho. Wirst du schon sehen. Na gut. Ja, freut mich. Ich find's toll, wenn sich jemand auf die Frontier traut. Du weißt das ein oder andere über Raumfahrt, hm? Hey, lass die Späße. Die Frontier ist ein gutes Schiff. Ehrlich. Also, kommen wir zum Geschäft. Hat Sarah dir von der Expedition erzählt? Ja, so ein bisschen. Geht mir auch so. Ich werde auf Planeten immer nervös. Wir drei fliegen nach Aquila, auf den ersten Planeten, den das Freestar Collective besiedelt hat. Und auf dem auch die Hauptstadt liegt, Aquila City. Wir landen auf dem Weltraumhafen, aber unser Ziel ist das Grenzland. Raues Gebiet, gibt viele Geschichten. Und ich kenne da eine Geschichte, die nur einen Schluss zulässt. Artefakt. Ja,
Ja, wollt ihr darüber noch was wissen? Leg dich nicht mit den Freestar Rangern an. Für das Collective sind sie Richter, Geschworene und Henker. Sie sind zwar die Guten, aber das macht sie nicht weniger gefährlich. Abgesehen davon, sei einfach kein Arschloch. Schwierig. Schwierig. Letzteres. Ja, gut, machen wir das mal. Okay, los geht's. Wir treffen uns auf deinem Schiff. Dann unterhalten wir uns. Sobald wir auf Aquila landen, sind wir ein Team. Wenn du also vorher noch irgendwas alleine erledigen willst, sind Cora und ich einfach als Passagiere dabei. Nö, hab jetzt eigentlich sonst nichts vor. Kann ich denn per Schnellreise zu meinem Schiff? Gehen wir mal raus auf Atlantis. Na go. Ne? Geht doch. Also, kann ich das da machen? Dann jetzt Ziel festigen, zurück zum System. Ich glaube, ich muss zum Schiff, oder? Sprich mit Commander Twilight darüber. Ne, sprich mit dem Berg, Captain Feeboard. Ne, muss da eigentlich rausgehen können. Alpha. Ach, da. Mal gucken. Cheyenne? Los festlegen. Trägst du viel und kannst daher nicht schnell reisen. Wirklich jetzt? Er wird dann hier. Kann ich bis dahin schnell reisen? Los festlegen. Wieso? Ich trage. Nee. So, Alpha Centauri, muss ich vielleicht doch irgendwie zum Schiff. Oberflächenkarte G. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Ich prüfe mir da deines Schiffes. Trägst du viel. Mann, das kann doch jetzt. Moment. Ich habe doch gerade was gesehen im Augenwinkel. Zurück. So. Hier. War da nicht gerade irgendetwas mit zum Schiff zurückkehren? Mich zeigen. V. Ach, zum Schiff, da. Ja. Geht auch nicht. Ah, wie. Mann, das heißt, ich muss jetzt echt wieder hinlatschen. Ja, okay. Liebe Leute, ich würde sagen, ich mache da mal einen kleinen Cut und ich gehe mal zum Schiff und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich war gerade bei dem Verkaufsladen, um da meine Sachen zu verkaufen, weil ich zu schwer war. Und dann ist der Typ da einfach mal aufgetaucht und das ist dieser Fanboy, dieser riesige Fan, und hat mich voll hochgelobt, dann ob ich der Held bin und hau mich tot. Und ja, habe ich gerade ein bisschen das Timing verpasst, die Aufnahme zu starten. Ist das nicht toll? Ja, voll super. ja, sagen wir mal ganz recht. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun. Als wäre es vorherbestimmt. Das ist zweifellos übertrieben. Ja. Willst du sagen, dass ich dich aufgespürt habe und dir den ganzen Weg hierher gefolgt bin? Vermutlich. Wer wäre denn so verrückt? Dann hätte ich doch wissen müssen, wie du aussiehst. Jetzt weiß ich es. Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Dankeschön. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Nee, gar nicht. Aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Ja. Nein. Lass mich lieber allein.
Es tut mir leid, oh großer und edler Held. Vergiss unsere Begegnung. Aber wenn es recht ist, werde ich für uns beide diese Erinnerung bewahren. Dann werde ich wohl gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch viel aufdringlicher wird. Beim nächsten Mal. Okay, ich wollte das Schiff. Und wir wollten eigentlich hier weg. Ei je. Ob das dann auch so wird, wenn ich mal irgendwann bekannter werde auf YouTube? ja, weg hier. Da wir gerade etwas Zeit haben, sollten wir noch mal über unsere kleine Wette reden. Komm schon, Sir, nicht schon wieder. Ich sagte doch, dass das völliger Quatsch ist. Du behauptest also weiterhin, dass im Hitching Post besseres... Schaut, haben wir das Gespräch jetzt hier zu Ende gehört. Okay, also, Corey. Wir probieren es jetzt nochmal. Raus hier. Wir sollten... Moment, es war eins zu viel raus. Hier war das irgendwo. Ja, genau. Ich würde gerne dahin. Unerforschte Route. Das doch nicht jedes System entlang dieser Route erkunden. Ich versuche, in ein näheres System zu springen. Also hierhin. Okay, springen wir mal dahin. Besser als bei Jake. Oder bei Madame Sauvage in Neon. Besser als irgendwo anders. Kommt raus. Alles klar. Wenn du aus der Luftschleuse werfen willst, nehme ich es gerne. Ansonsten lass es enden. Ja, gleich. Kann ich jetzt von hier weiter oder muss ich hier erstmal irgendwo landen? Geht's denn jetzt? Ah, jetzt geht's. Cheyenne, bitte. Und Sprung. Eines Tages werden wir das mit einem Systemhopping überprüfen. Hoffentlich bist du bereit für eine krasse Enttäuschung. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich jetzt zweimal hintereinander gesprungen bin. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Alle klar. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Nice, neue Skillpunkte. Schauen wir mal, was machen wir denn? Forschung, Fortschritt der Technologie ist das. Kraftsprung, Reichweite des Sprungantriebs um 15%. Ja, das machen wir. Immer entsperren. Was haben wir denn sonst noch? Medipacks, Rahmenwechsel, Notfallkits regenerieren 10% zusätzliche Gesundheit. Oh, das machen wir auch. Immer her damit. Okay, hätten wir zugewiesen. Dann einmal bitte hier landen. So, warte mal. Scannen wir nicht schlecht. Und runter da. Also mit dem Freestar Collective klingt das eigentlich schon geil, ne? Freiheit, Selbstständigkeit. Und begrenzte Einmischung durch die Legierung. Den würde ich mich eigentlich viel lieber anschließen. So, verlassen. Gehen wir mal gerade mal direkt raus. Sieht ja gar nicht mal so ungeil aus hier. Aber mit Bergen? Und tschüss, Kollege. Ah, ist so cool. Moin. Alles klar, wir sind hier. Bist du bereit? Wenn wir nämlich angefangen haben, hast du mich an der Backe, bis es vorbei ist. Klingt jetzt nicht so schlimm, also los geht's. Ich muss dir noch was sagen. Ich bin ein Co. So wie in Solomon Co., der erste Mensch auf Aquila. Die Geschichte, die ich erwähnt hatte, die wohl mit einem Artefakt zu tun hat, das ist eine Art Familienlegende. Solomon hat Jahre damit zugebracht, Aquila zu kartografieren. Und er hat auf seinen Sensoren ein einziges Fleckchen Nichts entdeckt. Ein Nichts wie von einem Artefakt. Er hat es das leere Nest genannt. Nicht einmal die Fauna von Aquila hat sich hingewagt. Ist das eine
gute Sache. Moment. Gib mich noch kurz in deinen Promi-Status. Oh nein. Ja. Okay, scheiß ruhig klug. Deswegen erwähne ich es ungern. Solomons Karten liegen in der örtlichen Galbank-Filiale. Da wollen wir hin. Ah, das muss jetzt sein. Okay, ja, dann gehen wir da mal hin. Ah, doch, also... Mir gefällt's hier. Bitte bleiben. Sieht cool aus. Halt. Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Hier wird's nie langweilig. Ich kenne dich. Du bist Sam Coe. Der Marshal wird verdammt froh sein, wenn noch ein Freestar Ranger mithilft. Deine Informationen sind leider seit ein paar Jahren veraltet. Wenn Menschen Gefahr sind, würde ich helfen. Ich merke es mir. Was ist denn los? Ich weiß nur, dass es einen versuchten Bankraub gab, der schiefgegangen ist. Wenn du die ganze Geschichte willst, musst du den Marshal fragen. Okay. Ja, dann, ja. Wenn du glaubst, du kannst helfen, rede mit dem Marshal. Ehrlich gesagt läuft es nicht so gut, habe ich gehört. Die Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank durchstöbern. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Ich würde mal sagen, es ist hier. Wollt ihr mir auch irgendwann mal eure Forderungen sagen? Vielleicht, wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Zum Beispiel? Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwachen. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Zurücktreten, sofort! Ich bin hier, ja. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Aquila City, wie es lag und lebt. Mir wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient. Aber trotzdem, danke. Ihr habt hier wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Ja, ich bleib böse. Wow, das ist echt hilfreich. Vielen Dank auch. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Wenn ich mich unbemerkt reinschleichen kann, kann ich sie ratzfatz ausschalten. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft... Ja, komm, wir probieren es mal. Okay, ich bin bereit, das zu gestatten. Aber vorher ein paar Dinge. Sag, was du sagen musst. Aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Also werd nicht leichtfertig. Finde raus, was sie wollen. Und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey, ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ja. Und keine Spielchen, klar? Ja, ja, wir werden es mal probieren. Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Sie fassen nur, wenn ihr kooperiert, bringen wir es einfach hinter uns. Ich will erst einmal wissen, mit wem ich rede. Wie heißt du? Oh, Jet Bullock. Freut mich, Jet. Ich bin Bravura. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann?
Gesucht. Weil ihr nicht die einzigen seid, die Ärger mit dem Gesetz hatten. Das glaube ich könnte wirklich funktionieren. Hab ich gehört. Okay, reden wir. Ihr wollt doch irgendwas, also fang an zu reden, bevor ich anfange, mich zu langweilen. Ja. Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Das ist ziemlich viel verlangt. Das könnte ja mal dauern, ein Schiff zu besorgen. Dann überzeugt den Marshall, dass es das nicht ist. Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Überzeugen. Es ist noch nicht zu spät, das friedlich zu beenden. Probieren wir es mal. Wir brauchen noch ein bisschen was. Wenn auch nur eine Geisel stirbt, wird aus der Anklage wegen Raub, wegen Mord. Wollt ihr das? Das ist eine Sache zwischen euch und dem Marshall. Lasst unschuldige Menschen da raus. Ich weiß, ich widerspreche dir da gar nicht. Die Geiseln sind unschuldig, die nichts mit der Sache zu tun haben. Wenn ihr euch jetzt ergibt, dann sitzt ihr nur kurz im Gefängnis, aber wenn eine Geisel stirbt... Fest, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht hast du recht. Wenn niemand verletzt wird, verbringen wir nicht unser restliches Leben im Knast. Kann ich das nochmal machen? Nur der Marshall kann dafür sorgen, dass den Geiseln nichts passiert. Für einen Rückzieher ist es zu spät. Ah, shit. Wir ziehen die Sache durch. Sag dem Marshall, er soll das Schiff vorbereiten, damit wir alle aus der Sache rauskommen, ohne dass jemand verletzt wird. Können wir nochmal reden? Shit, ich hab's verbockt. Marshall, das wurde nichts. Ich habe jedes Wort gehört. Er redet zu laut. Ist die Müdigkeit. Die Angst und Erschöpfung machen sich bemerkbar. Sie denken nicht klar. Das bringt uns in eine sehr gefährliche Lage. Das für vorhanden ist vorbei. Du musst tun, was getan werden muss. Wir müssen doch noch irgendwas tun können. Ich muss mal einmal zurückgehen und versuche mit ihm zu reden. Ich glaube, es geht er nicht. Du würdest nur deine Zeit vergeuden. Oder schlimmer, sie wütend machen. Das ist zu riskant. Ja. Dein Idealismus in Ehren. Aber es gab von Anfang an nur zwei Optionen, wie das hier endet. Eine davon hast du schon ausgeschlossen. Bleibt also nur die andere. Wir müssen die Geiseln befreien, indem wir die Bankräuber ausschalten. Das Problem ist, dass sie mich und die Wachen ständig im Blick haben. Wenn wir versuchen reinzugehen, sehen sie uns sofort kommen. Ich kann hier reingehen, ich gehöre nicht zur Security, ich könnte es ja so vielleicht überraschen. Ja. Dazu wärst du bereit? Du hast Mumm, das steht fest. Aber ich muss gestehen, dass du recht hast. Damit rechnen sie vielleicht nicht. Also, ich sehe zwei Optionen. Du kannst sagen, dass du die Geiseln sehen willst. Und wenn du drin bist, schlägst du zu. Wenn du schnell bist, kannst du sie wohl ausschalten, bevor sie reagieren können. Aber du musst sie töten. Es gibt aber auch eine Hintertür. Ihre Aufmerksamkeit ist nach hier vorne gerichtet. Vielleicht passen sie hinten also weniger gut auf. Der Schlüssel sollte passen. Ja, bestimmt geht die Sache gut aus. Mein Mann ist eher nicht, weil ich jetzt reingehe. Ja, Hintertür. Sind denn hinten... Wir könnten hinten doch einfach rauslaufen. Ja, lol. Okay. Jetzt gibt's gleich volles Pfund aufs Maul.
Oh ja. Oh geil, ich kann mich ja verstecken. Ja, bist du dran. Da ist irgendwas. Komm her. Wir sind wahrscheinlich noch irgendwo. Ja. Schau mal her. Nice. Also, das nehmen wir mit. Kann ich eigentlich auch die Bank jetzt mit ausrauben? Man fällt jetzt vermutlich gar nicht mehr so auf. Alter. Nice. Yes. Nö, brauch mal nicht. Nö, brauch mal auch nicht. Ach schade, ich will das jetzt gern selber ausrauben hier. Einer noch. Hallo? Nice. Geil. Ja, immer gern. Ich schau mal, was ihr da so noch habt. Credit Stick. Moment, ich speichere mal ganz kurz vorher. So, und dann? Oh, geil. Moin. Gut, ihr habt das jetzt gesehen, aber trotzdem... Ah, Schlüssel erforderlich. Shit. Zu schwierig und das geht auch nicht. Ach, schade. Ja gut. Ciao. Immerhin ein paar Credits. Hier sonst noch was? Nö. Ich hab nichts mitgenommen. Alles in gut. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Ja, es war... Oh, scheiße. Ich dachte schon, das wäre mein erster Crash. Erstmal für beide Geiseln sind in Sicherheit. Den Geiseln geht es gut. Die Shadow werden weniger... Klar, ich war ja da. Du bist ja mächtig selbstbewusst. Aber solange du Ergebnisse lieferst, zweifle ich nicht an dir. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Nice, extra Taschengeld. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. 3000! Sehr geil. Gehen wir wieder zur Galbank und holen uns die Karten. Okay, ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen abschwirren. Ja, irgendwas ist hier gerade schräg. Ich glaube, ich werde das auch mal nutzen, um hier mal eine kleine Episodenpause zu machen. Und in der nächsten Episode schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ich würde mich auch mal ein bisschen interessieren, was die Rangers so machen, wie die so drauf sind, dass wir uns vielleicht denen anschließen. Und hier mal durch die Shops gehen. Vielleicht gibt es auch irgendwie geile Ausrüstung. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann viel Spaß. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.